Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Project Highwise. Wir sind dabei, immer noch hier die Hauptsitze reinzukriegen. Zwar nicht alle, aber die meisten. Also aus bis auf die Regierung können wir alles hier einbauen. Wir haben hier einmal wieder ein Technikunternehmen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Kann man leider nicht angucken. 1, 2, 3, 4. Mal ist es das fünfte. Wir brauchen aber 9. Für das zweite Ziel zumindest. Ja, wir gucken mal. Strom. Haben wir noch genug? Telefon sowieso. Wo liegt denn der TV? TV? Irgendwo haben wir doch TV hingestellt. Weil wir, da ist das TV. 19 haben wir, also TV ist noch genügend. Da. So, ja, wir müssen auch wieder suchen, ne? Sonst haben wir da ein kleines Problem. Hier bauen wir auch jetzt das vierte Mal dann. Es ist jetzt eine Wartezeit, einfach nur um die Sachen einzuziehen. Vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht am Schluss ein bisschen cutten werde, weil es ist einfach nur eine Wartezeit, bis wir die Leute einziehen lassen können. Und das ist halt das Problem. Weil wir haben jetzt unsere 5 Hauptsitze. Wir haben 1, 2, 3 Sendestationen von 12. Wir haben 4 von denen. Sendestation braucht noch ein bisschen. Wenn die halt mehr reinkriegen würden, aber sie kriegen 24 Sterne haben wir. Wenn das halt. Das ist halt immer nur eins, was wir dann kriegen. Dann müssen wir halt wieder den ganzen Tag warten, bis wir halt den nächsten bekommen. Und das dauert und dauert und dauert halt ziemlich lange. Aber ist halt nun mal so. Wir machen dadurch auch ziemlich viel Geld. Also mit 24.000 können wir auch theoretisch den beiden Kredite eigentlich locker zurückzahlen. Ja, echt locker zurückgezahlt. Damit sind wir auf jeden Fall schuldenfrei. Ja, wir machen mal Werbebotschaften. Ja, wir müssen noch 2 Stunden warten. Boah, das ist jetzt eine richtige Wartezeit. Bis wir das ganze Ding ja haben. So, wir kriegen jetzt mal wieder richtig Kohle. Kohle, Kohle. Jo, 62.000. Wir haben auch jetzt wieder eine Sendestation mehr. Oh, die Bank ist auch schon wieder fertig. Dann suchen wir noch direkt mal die nächste Bank schon wieder. Kostet 5.000 jeweils zu suchen. Damit haben wir da 4 Stück. Um 12. Da muss ich echt zugeben, ist das zweite Ziel einfacher als das erste Ziel. Weil man muss da einfach nur 8 von denen, 12 von denen bauen und 5 von denen. Und muss dann einfach nur 4 von denen hier weiterbauen und davon einfach nur 8. Also das letzte Ziel ist halt ein bisschen schwieriger. Halt die 100 Besucher hier reinzukriegen. Plus 180. Etage. Okay, 80. Etage, das ist, wird kein Problem. Kann sein, dass wir das sogar so erreichen müssen, wegen halt den Hauptsitzen. Die haben ja auch immer eine schöne Aussicht, wenn die da durchgehen. So, wir kriegen bald das nächste Technikunternehmen. Und da müssen wir wieder 15 Stunden warten. Das ist doch eine Ewigkeit. Und da, und wieder 1 kriegen wir. Das ist doch mal wunderprächtig. Wie viel haben wir eigentlich? 6, ne? Gucken wir mal. Toll. Steht leider nicht genau da, wie viel wir haben. Aber 1, 2, 3, 4, 5. 5? Ne, 1, 2, 3. Ich vertue mich hier irgendwie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetzt. Brauchen also noch 3 von denen. Ich würde jetzt auch gerne eigentlich die Regierung einziehen lassen, um halt Geld zu kriegen, aber was wir machen könnten. Wir haben ja, wir machen so im 47.000, also oh. Wir kommen nicht mit der Reparatur der Computer hinterher. Kein Problem. Sagt das früher und wir reparieren. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist noch einmal Strom und auf, ja, damit sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Telefon haben wir noch über 100. Das ist eigentlich auch nicht das Problem. Und ich könnte theoretisch auch mal wieder verbinden seitlich miteinander, damit die halt immer rübergehen können. So. Ach, wir müssen noch 4 Stunden warten. Ist das nicht schön?
Naja, auf jeden Fall, es gibt jetzt hier so einen kleinen Cut. Ich werde jetzt einfach nur hier diese einfach nur voll machen, um zu gucken, vielleicht schaffen wir es da, das Ziel schon zu erreichen. Oder nicht, halt, aber dieses Warten jetzt, bis wir die ganzen Sachen hier jetzt schaffen, ist halt ziemlich langwierig. Wir haben ein Sendestudio wieder. Wir haben nächste Bank. Ne, die dauert noch ein bisschen. Deswegen, obwohl, ich könnte. Ne, ich mache hier einen kleinen Cut. Also wir sehen uns gleich, wenn das ganze Ding jetzt mal hier voll ist. Sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Jo, bis gleich. Hallo und ich bin wieder zurück. Okay, und zwar folgendes. Ich habe nämlich gemerkt, wir können das zweite Ziel jetzt gleich schon erreichen, indem wir einfach theoretisch einfach nur ausbauen. Und das andere Ziel danach, also das eigentliche erste Ziel, könnten wir auch schaffen. Was wir auch schaffen können. Moment. Wir bauen erstmal hier die Sachen aus. Und zwar ist das eigentlich total einfach jetzt noch. Es wird auch sehr wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Das heißt, wir machen sehr vermutlich alle Ziele in einer Folge. Ich muss halt nur als schneiden. Jetzt, auch wenn es vielleicht nicht gerade schön ist. Aber wie ihr seht, habe ich einfach nur wirklich die einziehen lassen. Ja. Wie ihr seht, haben wir schon wieder ein Technikbüro. Wir haben insgesamt schon sieben. Acht. Machen wir jetzt sieben oder acht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das heißt, ein einziges fehlt noch. Und es fehlt eine Limo. Chartern. Passt das, passt das, passt das? Es passt. Ja. Wir müssen jetzt hoffen. Ja, noch 2 Stunden. Leitungen liegen. Leitungen liegen auch hier. Leitungen liegen auch da. Und die ganze Vogelschar natürlich. So. Und was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist erstmal hier das da reinsetzen und das hier einsetzen. Dann kommt hier mal eine Regierung. Eine Regierung können wir nicht setzen. Jo. Sendebüro. Und einmal dann das Technikbüro. Wodurch wir dann das erste Ziel oder eins der Ziele erreicht haben. Und zwar das zweite. Tada. So, ja. Ich suche nochmal nach Technik. Was ich auch mache, was eigentlich total fies ist und eigentlich, glaube ich, nicht im Sinne der Entwickler. Einfach mal in die Höhe bauen, um die 80. Etage zu erreichen. Ist eigentlich total fies, aber ist es machbar zumindest. Das sieht total scheiße aus. Okay, das reißen wir auch am Schluss dann ab. Okay, wir haben 121.000 auf dem Konto. Und an sich müssen wir jetzt nur noch warten, halt wieder, bis die Sendestation fertig ist. Weil wir haben jetzt insgesamt hier, glaube ich, waren es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 7, 8. Das heißt, die 4 brauchen wir. Das heißt, hier kommt nochmal ein Technikbüro hin. So, 80. Etage ist erreicht. Wir brauchen 100 Leute gleichzeitig. Dafür brauchen wir Tamtam. Also müssen wir noch auf Tamtam warten. Aber das dürfte eigentlich kein Problem sein, auf das Warten damit. Ja, unsere Leute wollen gerne arbeiten, können jetzt gerade nicht mehr arbeiten, weil wir halt ein bisschen gemogelt haben. Ist eine Antenne, eine Riesenantenne, die über 40 Stockwerke hochgeht. Oder fast 40 Stockwerke. Ziemlich fies, aber wenn es möglich ist, dann kann man es machen. Und theoretisch, wenn wir jetzt so lange noch warten müssten, könnten wir fast 1 Million auf dem Konto haben. Das habe ich schon nie gehabt. Wäre richtig geil eigentlich. Und wir brauchen noch Fußgängerzone. Ja, ungefähr noch 2000 Tamtam. Vielleicht kriegen wir das mal. Vielleicht kriegen wir genau die Sachen vielleicht doppelt gleichzeitig hin. So, Wasser. Wie sieht es mit Strom aus? Hier sind wir im Keller. Strom haben wir noch genug. Telefon haben wir auch genug. Ja, das ist eine Sache unten noch.
Okay, ich musste einmal kurz, glaube ich, ein bisschen mehr Haus, also diese, wie heißen sie, putzen. Nee, putzen ist ein, finde ich, nicht so ein nettes Wort wie die. Reinigungskräfte. Und damit ist das zweite Ziel. Ich brauche das noch nicht mal zu aktivieren, auch nicht schlecht. Okay, dann können wir nämlich auch wieder diesen komischen Tommy abbauen. So, Moment, bevor wir den machen, müssen wir halt wieder suchen. Also es wird jetzt einfach nur 3 Tage lang suchen. So, weg damit, weg damit. Das braucht keiner. Unser Gebäude ist nur 45 oder 46 Stockwerke hoch, also noch relativ klein. Im Gegensatz zu den anderen, die wir ab zum hatten. Zack, 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 zack. So, nicht erreichbar, das ist klar. Das wird nie erreichbar sein. Das Ding ist mitten in der Luft. So, und vor allem, das passt ja jetzt sogar ideal. So, in der obersten Etage nochmal der Übergang. Das muss man auch mal erledigen. Also erst die anderen beiden Ziele und dann das eigentlich so gesehen einfachste Ziel. Aber das, ich dachte eigentlich, ich muss das extra einloggen dafür, aber halt nicht. Da machen wir halt bisschen Werbung, um halt mehr Geld zu kassieren. So, wir machen den Einfluss noch ein bisschen. Oder auch nicht. Sondern mindestens, ja, ein bisschen den Einfluss wieder abgearbeitet. 15 Stunden müssen wir jetzt warten. Und dann auch nochmal 24 Stunden. Und dann nochmal. Also, ja. Die Folge wird, glaube ich, ungefähr um die 20 Minuten. Ist ja nicht schlimm, aber wir haben dann zumindest das Szenario geschafft. Und danach fehlen, ich glaube, jetzt mal habe ich sogar 5 gesagt, das war sogar falsch, waren sogar nur noch 4. Also fehlen danach nur noch 3. Zwei schwere und ein mittleres. Das mittlere ist sogar das vorletzte. Aber das sehen wir dann. Vor allem, ich bin jetzt wirklich auf meine richtige Uhr am gucken. Und wollte jetzt 15 Stunden warten. Das wird echt Ewigkeiten dauern, wenn das echt 15 Stunden, 24 Stunden wären jeweils, für ein Büro auszubauen. So ein richtig, ist ja schon ein Langzeitprojekt hier, aber das wäre aber dann ein richtig, richtig langes Projekt. Ich glaube, das will dann keiner sehen, eigentlich. Aber wieso braucht er so lange zum Suchen? Das wäre ja noch mal einfach, wenn der Tag rum ist und dann einer stehen würde. Aber nein, wir müssen immer suchen. Und wir machen ziemlich, wirklich ziemlich viel Einfluss. Jetzt komm. Ich hoffe, wir machen so um die 70.000 jetzt. Das wäre auch nicht so verkehrt. Das doch haben wir schon mal gehabt. Wir mussten ja einmal so ein Ziel erreichen mit 70.000. Wir müssen so schnell wie möglich suchen. Vielleicht haben wir dann. Ja. Mach das mal, ist ein Schnäppchen. Renovierung. Noch 2 Büros brauchen wir. Ja, wir haben jetzt 200.000. Ich glaube, ich hatte schon mal. Ich glaube, der Rekord lag bei 250.000, bin mir nicht ganz sicher. Weil wir auch so warten mussten wie hier jetzt so. Aber man muss zugeben, dieses Warten, was ich gerade gemacht habe, das hat nicht lange gedauert, ich glaube 10 Minuten Maximum. Dann wäre aber die Folge, finde ich, dann halt nur erstens zu langweilig, weil man nur warten müsste, was jetzt eigentlich auch der Fall ist. Aber wir haben in der Zeit ja auch die beiden Ziele erreicht, die ersten beiden. Also nicht ganz so unnütze. Zwar müssen wir jetzt halt wieder, oh, nicht warten, wir müssen dann jetzt nur einmal suchen. Das ist ja mal genial. Kaum sagt man sowas mal und dann passiert sowas sogar, dass man über Nacht einfach mal etwas findet. Und das ist das letzte Gebäude. Schade, dass ich die beiden so nicht verbinden kann, also dass wir die wirklich relativ einfach verbinden können. Ich könnte natürlich noch ein bisschen hier Deko machen, aber wir haben 25 Sterne allein nur mit den Anzahl an Leuten. Wir haben 715 Leute, so viel glaube ich schon, hatte ich noch nie, auch als ich bei 80 Etagen war. Wir sind ja gerade mal auf der 47. Etage.
So, wir sagen wieder schön Tamtam und das ist richtig fleißig. Also, das Ding bleibt auch mal nicht ruhig stehen. Ist ja fast so wie ein Counter. Also Runterzähl-Counter, der einfach nur hochgeht. Was? Egal. Gibt es noch Ziele? Ja, das Ziel nehme ich nicht an. Das Ziel, da zahle ich das Geld liebend gerne noch zurück. Damit haben wir jetzt 20, 200.000, 20.000, genau. Haben schon deutlich mehr als 20.000. Und vor allem die Leute können. Oh, ist doch einer ausgezogen. Wer? Oh, so eins, Bro. Ja, das zieht auch direkt wieder ein, ne? Das ist mir egal. Entschuldigung, wir haben so viele Reinigungskräfte. Ich glaube, mittlerweile sind es 9. Also normalerweise müssen wir es locker schaffen. Hier kommt ein Kreativbüro hin. Wäre ein Problem, wenn auf einmal so ein Kreativbüro auszieht. Tiefgreifende Lösung. Okay, wir haben irgendwas da gerade geschafft. Wir müssen auch noch. Guck mal, so Hubschrauber chartern geht relativ einfach, aber Limousine chartern kommen sie nicht hinterher. Ja, wir bauen noch eins. Damit kommt es auf jeden Fall hinterher jetzt. So, wir müssen noch 4 Stunden warten. Das sieht sogar aus, als wäre es eine ganz normale Folge werden, der Länge zumindest. Bin mir nicht ganz sicher, ob das passt, aber zumindest haben wir das ungefähr. Ja, wir gucken kurz mal so ein bisschen das Gebäude an. Da unten ist auch jetzt fertig geworden. Geht ein bisschen halt in die Miese wieder mit. Ist aber nicht schlimm. Also wir machen ja fast 50.000 pro Tag. So, paar Sekunden noch und lasse einziehen. Und damit würde ich sagen, wenn hier die Mitarbeiter langsam mal kommen. Da kommt er. Er arbeitet. Und damit haben wir auch dieses Ziel, das Bronzeziel, komischerweise erreicht. Als letztes. Was sehr schön ist. Und ja, dann würde ich mich auf jeden Fall bedanken, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch in den nächsten Szenarios, also die 3 Stück, die noch kommen, dabei seid. Ja, also bis dann. Ciao.